Muss in den Ladeluftkühler reinstecken da, ne? Ihr könnt es euch schon denken, ihr seht es an meinem Outfit. Es ist die wildeste Karre auf der Welt. Beziehungsweise die wildeste Karre, die ich mir je angelacht habe. Eine richtige Probefahrt habe ich auch nicht gemacht. Das Ding ist abgemeldet, einfach hergetrailert. Blindkauf kann man es eigentlich nicht wirklich nennen. Aber es ist mein erstes JDM-Projekt. Ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gesehen. Ja, ist auf jeden Fall wild. Ist eine neue Erfahrung für mich. Muss man als JDM-Fanatiker jetzt so angezogen sein oder hat das vielleicht was mit dem Auto zu tun? Nee, das hat auch ein bisschen was mit dem Auto zu tun. Ein bisschen dazu passen, weißt du. Man muss sich auch so ein bisschen einfügen. Ich will das auch ein bisschen leben, das Ganze. Fühlen, ne? Auch fühlen, leben. Auch diesen Drifter-Lifestyle. Also für mich war wichtig JDM. Ach, driften. Genau, driften, ganz wichtig. Turbo hat es leider nicht gereicht, das kann ich schon mal vorwegnehmen, aber komm. Komm, zeig die Karre. Ich brenne, Eiko. Das ist es. Du machst jetzt hier so Drum and Bass, ne? Selbst der Eismann lacht dich schon aus. Willst du was dazu sagen? Willst du uns was dazu erzählen? Ja, ich glaube, du hast ein bisschen Erklärungsbedarf an der Stelle. Also, das ist ein 350Z, einer der ersten, glaube ich, 2005er Baujahr oder 4er. Ja, so, jetzt mal Butter bei die Fische, ne? Ist halt ein JDM-Auto, ist Heckantrieb, geht gut quer. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber werde ich bestimmt irgendwann. Ja, ich gebe es mal offen zu, auch das war halt echt einer der günstigsten, ne? Kann man so sagen. Relativ auffällig, ne? Der Vorbesitzer hat sich hier bei der Polierung irgendwas gedacht. Ich weiß nicht ganz was, aber irgendwas hat er sich dabei gedacht. Es sind auch komische Felgen hier montiert. Die Reifen sind ziemlich runter. Deswegen haben wir auch von der Überführung mit roten Nummern oder Kurzzeitkennzeichen abgesehen. Auspuff ist was gemacht. Der ist irgendwie nicht mehr original. Zustand ist halt ein bisschen mangelhaft, ne? Ja, durchwachsen. Man muss halt echt sagen, also, ne? Vielleicht haben die Jungs hier, ja, wo war das? Von Folienprinz, Piraten hier, ne? Schwerin. Vielleicht haben die ja ein bisschen Nachbesserungsbedarf, weil die Karre wurde vor einem Jahr foliert. Genau, richtig. Und da haben wir echt so ein paar Stellen, richtig. Das ist schon krass. Max war bei der Besichtigung dabei, deswegen weiß er über das Auto auch ein bisschen was, beziehungsweise hat den Vorbesitzer kennengelernt. Ich glaube, ich habe mit dem mehr geschnackt als du. Ich glaube auch, ja, ich hatte quasi nur noch Preisverhandlungen und einmal kurz Probe fahren. Also, unteres Preissegment, 350Z, die gehen so bei 7 los und der hat jetzt 200... Ich glaube 30.000 gelaufen. Was? Ja, der hat 230.000 gelaufen. Aber technisch, so vom Kaltstart, du hast ihn ja auch gehört, den Kaltstart. War top. Ein Träumchen. Völlig geil. Ich bin selber mal gespannt, ob dieses Japaner halten ewig und so, ob das stimmt. Kupplung fühlt sich gut an, Getriebe fühlt sich gut an. Jedenfalls die ersten drei Gänge, mehr konnte ich da auf dem Parkplatz nicht fahren. Erstes Mal Autobahn, der fünfte fliegt direkt raus. Und es ist halt wirklich so ein Auto aus 10 Metern oder 5 Metern so. Sieht geil aus. Aber wenn du dann mal näher rangehst, Hier, das war auch ganz krass. Das ist ja nicht fest einfach. Das wird ja nur durch die Tür gehalten gefühlt. Ich mach mal eben auf. Also ich muss sagen, ich war... Ja, genau. Hier. So, hier. Guck dir das mal an. Das hier gewollt, aber nicht gekonnt. Ne? Irgendwie hier war ein Loch. Hier, warte, guck mal. Hier sind eigentlich da und da so eine, genau, ne, Dinger drin. Also ich muss jetzt nochmal sagen, so eine Vorstellung von so einem Auto, das hat mich bis jetzt, also von den letzten Kfz, die ich so präsentiert habe hier, das schockt mich irgendwie am meisten. Also da ist für mich komplett Neuland. Muss ich wirklich sagen. Ich bin sprachlos. Ja, aber du hast ja schon JDM-Erfahrung. Ja, aber nicht so. Weißt du, dass das da nicht so ganz, weißt du, so schön verbaut ist, so Mercedes-mäßig oder Audi-mäßig. Ja, okay, das stimmt. Hast auch mal ein paar rostige Schrauben, ne? Zum Beispiel Civic, Stoßstange vorne, wie ist die befestigt worden? Drei Kabelbinder und Spucke. Ja, sowas meine ich. Sowas habe ich bis jetzt noch nie mein Eigentum nennen können. Ihr seht, die Farbe ist eigentlich hier so ein Bronze oder Kupfer, Metallic. Finde ich eigentlich ganz geil. Die Farbe gefällt mir ganz gut. Dem Vorbesitzer hat sie nicht so gut gefallen. Und ja, wir können eigentlich gleich weitermachen hier im Innenraum. Das zieht sich auch im Innenraum weiter, dass dem die Farbe nicht gefallen hat. Genau. Die waren nämlich in dem ähnlichen Farbton wie die Außenfarbe. Was eigentlich ja auch hammer zueinander passt, ne? Ich finde es auch geil. Er meinte halt nur, zur Außenfolie passt natürlich so ein beiger Sitz nicht mehr.
kupferfarbener Sitz. Deswegen hat er es kurzerhand einfach ja, überlackiert, ne, mit Lederfarbe. Und man könnte auch sagen entwertet. Ja, ich weiß nicht, ob man überhaupt solche Teile hier noch bekommt. Innenausstattung, vor allen Dingen in Deutschland. Das ist schon erwidrig. Auch das Finish, so, ne? Halt so glänzend speckig, ne? Also ich mach's ja auch manchmal aus Witz für die Kamera, ne? Aber das ist halt ernst gemeint. Das hat rutscht da. Digga, scheiß Schlüssel, Mann, ey. Willst du das noch zurückgeben, oder? Nee. So, auf jeden Fall, das ist hier richtig glatt, da rutschst du drauf aus. Das ist eigentlich richtig kacke. GoPro-Halterung suche ich hier irgendwie vergebens. Das scheint irgendwie nur so ein Werbegag zu sein. Innenraum, Carbonfolie, ne? Der Klassiker, man kennt ihn. Bestimmt 20 PS mehr. Das Lenkrad da. Ja, das geht. Boah, das Ding rüttelt aber. Genau, apropos PS, wir gucken mal unter die Motorhaube, ne? Das noch kurz mit der Community teilen. Ja, der hat sich eben irgendwie verschlossen, aber zum Glück hatte ich den Schlüssel außen schon bei mir. Also dran. Das Ding scheint nicht zu merken, wenn der Schlüssel. Wir können ja mal ausprobieren. Leg den Schlüssel mal rein. Wir haben ja Fenster unten. Ich wette, das Ding schließt ab. Wir testen das Ganze in der Zeit, gucken uns mal den Motorraum an. Ach nee. Was denn? Hast du was an meinem Style auszusetzen? Nee, nee. Du weißt, ich bin jetzt Konkurrenz für dich, ne? Hm. Du weißt das, ne? Ja. Wegen S2000 und so? Breitbau? Was da drin? Ein Vierzylinder oder so, ne? Ja, 240, keine Ahnung, wie viel PS. Ich glaube, du hast mehr, oder? Alter, ich hab sowas von viel mehr, wenn ich erstmal den Stab hier finde. Warte kurz, Leute, erstes Mal 20 Grad in Deutschland. Ich muss mich kurz ausziehen. Okay, können weiter geht's. So, auf jeden Fall. Hier haben wir 3,5 Liter V6. Mehr weiß ich auch nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen. DOHC, keine Ahnung, man weiß es nicht. Ist oben liegende Nockenwelle, zweimal pro Bank. Luftfilter hat er auch, Servolenkung. Luftfilter hat er, also eigentlich, ja. Und das Einzige, was sie haben als Problem, ist, glaube ich, Ölverbrauch. So was man so kennt. Ja, das sieht auch so aus, als wären hier schon einige Liter reingeflossen. Ne? Oh, guck mal, wie das aussieht hier. Das sieht super aus. Ja, riecht super. Guck mal, rein da. Ja, siehst nichts. Du guckst bei deinen Projekten noch nach dem Öl? Geringverdiener. Keine Ahnung, Steuerkette rasselt nicht, hört sich eigentlich gut an. Ich starte ihn einmal für euch. Das Ding läuft einfach so krass. Ja, ne? Das ist so krass. Der hat richtig Bock. Ich glaube, der Ruf zur Drift-Tour, der kommt nicht von ungefähr, weil das Ding einfach nicht. Ja. Keine Mucke macht. Ja, wie so eine 636, ne? Ja. Oha! Alter, da ist eine Sportmatte drin. Heftig, Bruder, heftig. Das ist es aber mal richtig hier, ne? Digga, da muss ein Pilz rein. Da muss auf jeden Fall ein Pilz rein, aber erstmal will ich auf die Optik gehen von dem Auto. Das Ding ist mir im Moment noch ein bisschen zu hoch, die Felgen gefallen mir nicht. Und ja, die Folierung weiß ich nicht. Also eigentlich finde ich es gar nicht so schlecht. Längerfristig will ich es ändern, aber gerade finde ich es irgendwie ganz witzig, ne? Es macht sich ganz gut in der Halle. Ja, ich würde es jetzt erstmal lassen und auf jeden Fall Fahrwerk, Felgen, den ganzen Quatsch, Auspuff, dies, das. Aber zum Ende würde ich mich, glaube ich, drüber freuen, wenn du das Ding rettest. Okay, Folierfingern, okay. Die du das letzte Mal ja... Das könnt ihr auch gerne einmal in die Kommentare schreiben lassen. Sollen wir das auf einem Parkplatz reparieren oder... Oder hier in der Halle. Oder wollen wir es ordentlich machen? Schreibt es mal unten rein in die Kommentare. Das finde ich ganz geil, ne? Guck mal, was da für eine Bremse verbaut ist. Schön vier Kolben. Es ist ein richtiger, ambitionierter Sportwagen. Was nicht so geil ist, ist hier der Scheinwerfer, der ist schon ein bisschen dumpf und der wurde, glaube ich, auch das ein oder andere Mal überlackiert. Das sieht nicht mehr so gut aus, vielleicht kriegt man da irgendwie neue, aber ich glaube, solche Ersatzteile sind ein bisschen schwierig zu kriegen in Deutschland. Ne? Aber ich muss sagen, der Scheinwerfer gefällt mir extrem. Diese Linse, die sieht so fancy aus. Sieht heftig aus. Es ist so heftig. Also ich freunde mich auch immer weiter an mit den Japanern. Oh. Tja, was gibt's noch zu sagen? Er ist trocken, er fährt, er knackt nicht, das Lenkrad ist geil. Perfekt, freut euch aufs Projekt. Achso, das Lenkrad. Lenkrad wurde neu bezogen. Aber auch gut. Sieht gar nicht schlecht aus. Ich würde das schon fast lassen. Schönen orangenen, roten. Ja. Airbag hat das Ding auch, das heißt, das Lenkrad gegen so ein sportliches auszutauschen geht legal nicht. Nee, ich finde das top. Ich würde das auch nicht machen. Und Sitzheizung hat er auch ganz cool. Alter, guck mal, da läuft richtig die Farbe vom Sitz runter. Was, wo? Ja, da. Guck mal in die Kamera. Digga, was? Ey, der hat sich nicht mal ausgebaut, oder was? Guckt euch das mal an hier. Alter, das ist nicht die Sonne, die hier reflektiert. Also ich bin ja schon immer ambitioniert, was Fuschen angeht, aber der Innenraum, Digga, der schockt selbst mich weg. Es ist schon krass. Auch hier lose.
Das Auto hat kein volles Bodykit bekommen, sondern Schweller und hier Ansätze für die Heck- und Frontstoßstange. ABE vorhanden. Ja, ABEs und so sollen alle vorhanden sein. Eingetragen ist nicht so wirklich. Ihr könnt auch gerne mal reinschreiben, ob die so dunkel sollen, die Rückleuchten, oder ob das lasiert ist. Ich weiß es nicht. Irgendwie habe ich das dumpfe Gefühl, dass da eine Folie drauf ist. Heckdecke mal aufmachen. Ja. Das ist geil, ne? Ja, diese Art Domstrebe. Das ist so geil. Wo macht man das hoch? Hast ja richtig. Hier meinte der Vorbesitzer, dass ordentlich was gedämmt ist. Hier seht ihr an dieser Folie. Erstmal einen dicken Sub rein, ne? Wong, wong, hier, wong, das wong, Reserverad wong, raus, wong. Ne? Ja. Mega, mega geil. Komm, scheiß drauf. Ja, hast hier wieder richtig was angelacht, Abi. Ja, ich wollte mal neue Wege gehen, weißt du? Und was ich gar nicht angesprochen habe, ne? Ich weiß nicht, ob der Bubek das Auto jetzt schon gesehen hat, ne? Ei, oh, da war ja eine Challenge. Wir haben ja ein Tuning-Duell eigentlich am Laufen, ja? Und wenn ich mit dem Bock den Vogel nicht abgeschossen habe, dann weiß ich auch nicht. Digga. Eigentlich kann ich auch sagen, war unser Gedanke, einen Golf zu kaufen oder was so in diese Richtung. Aber ich wollte mal einfach ein anderes Genre anspielen, ne? So ein Gegengenre. Es gibt ja so diese Golf-GTI-Tuner, dann gibt es die JDM-Leute, Benz und BMW. Und BMW Drifter und Benz Prollo. Genau, Benz Prollo haben wir, glaube ich, jetzt 2 Jahre lang genug gemacht. BMW Drift habe ich auch schon des Öfteren abgearbeitet. Habe ich mal versucht, ist nicht so gut gelaufen, fand ich doof. Also ist absolut nicht meins, nimmt es mir nicht böse, Jungs, BMW-Jungs. Ja, und da blieb JDM, ne? Vielleicht haben wir auch in der Zwischenzeit, bevor ihr das Video seht, schon eine Gegenüberstellung gemacht. Das kann natürlich sein, ne? Das wäre heftig. Eigentlich ist es noch geheim. Ja, das soll es eigentlich schon mal gewesen sein von der Vorstellung. Ich finde es mega, mega geil. Ich freue mich auf den Breitbau 2GZ. 2GZ, Motorschwab. Ja. Das wäre auch. Ich würde es lustig finden, einen Turbo drauf zu knallen. Ja, aber das ist auch teuer. Aber nach 350 Z, muss ich auch ehrlich gestehen, habe ich schon länger geguckt. Ja, das weiß ich noch damals, ja, mit GTR-Motor. Oh, dann denkst du es gleich leer. Ach so, aber dazu muss man sagen, dass unter 10.000 ist es echt schwierig, irgendwas zu bekommen, was keine technischen Mängel hat und nicht komplett irgendwie durchgefault ist. So, und hier ist wenigstens noch ein bisschen Liebe reingeflossen. Naja, so, ist jetzt gut, ne? Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, wie immer ein Like, lasst bei Max ein Abo da und schreibt bei Bobek unter das Video, wie scheiße sein Projekt ist. Tschüss! War ein Motorenzimmer damit? Mit dem Outfit. Pierre! Ja, hallo!